Willkommen bei Motorwoche und willkommen mal wieder bei einem etwas anderen Video. Ihr habt es ja euch öfters mal gewünscht, dass wir wieder mehr Vlogs machen, wie beim Taycan-Video oder wie diese Frage-Antwort-Dinger, die wir immer so machen. Und deswegen habe ich gedacht, ich nehme euch heute mal mit zu einem besonderen Moment für mich, denn wir holen mein neues Auto ab. Es stand schon im Titel. Es stand schon im Titel, was es für ein Auto ist. Ich denke, so ein Geheimnis ist das jetzt nicht mehr. Ja, ich will auch nicht so ein Geheimnis drum machen. Und wir sind auch gerade live auf Twitch. Also für alle, die bei Twitch zugeschaut haben, ihr wisst sowieso schon. Ne? Für alle, die nicht bei Twitch zugeschaut haben, ihr seht es jetzt gleich. Twitch verlinke ich nochmal hier für die, die in Zukunft bei Twitch gerne mal mit reingucken wollen. Denn wir streamen sowas dann ab und zu auch immer mal live. Und ich habe gerade ganz bewusst gesagt, mein neues Auto, weil es nicht wirklich mein neues Auto ist. Das Auto gehört dem lieben Ralf von Lightworks. Das ist ein GTR-Händler aus Ulm und ein sehr guter privater Freund von mir, der ganz viele schöne GTRs da in der Garage stehen hat, die wir uns gleich angucken. Und einen davon darf ich mitnehmen. Für ein paar Monate. Und das wird dann quasi mein Begleiter so bis zum Winter. Ja, ich habe eine gewisse Kilometeranzahl, die ich fahren darf. Und wenn die halt weg ist... Ich gebe dir 2 Wochen. dann muss ich ihn wieder zurückbringen. Ne, aber wer weiß, ob ich ihn nicht vielleicht dann auch behalten werde. Mal gucken. Vielleicht werde ich mich ja Hals über Kopf verlieben, das so geil finden, GTRs zu fahren, dass ich ihn vielleicht kaufe. Wer weiß. Ja. Vielleicht kann ich ihn mir auch nicht leisten. Wer weiß. Spendenaktion. Und ihr habt es ja schon gehört, hinter der Kamera Mr. Carporn höchstpersönlich, Peter. Weil ich habe gedacht, wenn wir schon so ein cooles Auto abholen, brauche ich auch den besten Carporner on Earth und in Deutschland. Der dann Carporn, also drehen tue ich ja auch mit, ne? Aber schneiden macht Peter. Ja, weil der kann das einfach besser als ich. Wir machen schon was Cooles. Ich kann das auch, aber Peter kann das 10-mal besser wie ich. Wir machen was richtig Cooles. Genau, und Ralf hat mich gerade schon angerufen, aber wir waren halt gerade im Livestream. Deswegen habe ich halt gesagt, er soll nicht anrufen, weil dann das Handy die ganze Zeit umschaltet. Und wir laufen jetzt einfach mal dahin. Wer weiß zwar, dass wir filmen, aber dass wir jetzt hier mit 2 Kameras angelatscht kommen. Hallo, Livestream. das weiß er natürlich nicht. Aber ich bin so hyped. Ne? Ich habe schon Bilder gesehen. Ne? Also ich mache jetzt nicht so, als ob ich nicht wüsste, was auf mich zukommt. Ich weiß, was auf mich zukommt. Ja. Aber ich habe es halt noch nicht im Live gesehen. Ja, ich bin gespannt. Bist du aufgeregt? Ja, Mann. Kann man dir gar nicht ansehen. Nee, ich freue mich richtig. Ja, und das Doofe ist nur, ich kann ihn heute noch nicht mitnehmen. Mhm. Ja, heute ist Sonntag und wir sind jetzt trotzdem heute hergefahren, um das Video zu drehen. Ich habe zwar Urlaub, aber Peter muss morgen wieder arbeiten. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, komm, wir fahren trotzdem hin. Aber es hat leider am Freitag nicht geklappt mit der Zulassung. Und deswegen bringt Ralf den mir auf dem Hänger morgen ins Saarland. Und deswegen kann ich ihn heute noch nicht mitnehmen. Aber wir machen heute schon mal ganzen Papierkram und alles, was so dazugehört, damit er morgen direkt nur abladen, dann kann ich direkt fahren. Genau. Wir sind sehr ländlich hier auch, weil Ralf kriegt bald ein neues Gebäude und da fahren wir dann auch hin, wenn die Eröffnung ist und gucken uns das an. Vielleicht ist das sogar zufällig das Datum, wo wir den GTR dann zurückbringen. Das weiß ich jetzt noch nicht. Da kommt Patrick dann wahrscheinlich mit. Und aktuell ist das alles noch hier. Und das ist so geil, weil du ahnst ja gar nichts hier. Ne? Du läufst hier in so ein ländliches Gebiet rein, so einen Hof. Ja. Und dann kommt dann halt so eine Blechhütte. Und wenn das Rolltor da hochgeht, dann steht da halt mal eben... Also sehen wir jetzt gleich, was da drin steht. Sehen wir jetzt gleich. Hallo! Jetzt, hi! Hast du dich versteckt? Nee, ich habe eigentlich gerade hier noch was gesucht für dich. Hi! Für mich? Alles gut? Wie geht's dir? Danke, gut. Gut? Alles okay, ja. War jetzt eine Ortsfahrerei hierher. Oder? Also, das ist Ralf. Ja. Dem Mann gehört der GTR, den ich mitnehmen darf. Mhm. Und der hat auch noch ganz viele andere schöne GTRs. Und er hat auch Ahnung von GTRs, weil er nur GTRs. Du machst nur GTRs. Genau. Er macht nur GTRs. Das ist so die Leidenschaft und das. Sehen wir gleich. Ja. Sehen wir gleich. Und ja, wenn ihr mal in der Beschreibung gucken wollt, da ist nämlich seine Internetseite verlinkt und sein Instagram-Account. Und dann könnt ihr gucken, was er so alles Schönes hat und mal bei ihm anrufen, wenn ihr Interesse habt. Sehr gerne, jetzt ja. Jetzt will ich sehen. Oder was machen wir? Warte, ich drücke aufs Knöpfchen. Ja? Peter. Los geht's. Krass. Erstmal Kapp abziehen. Ist das krank? Das ist echt heftig. Oder? Der hat das jeden Tag, der Typ, ne? Der kommt jeden Morgen. Das Erste, was ich kenne ihn ganz genau, das Erste, was er morgens macht, einmal Garage auf, reingucken. Ja. Ja. Und dann geht er weiter. Boah. Ja, das ist er leider nicht. Aber das ist er. Der Weiße. Das ist er. Leck mich am Arsch. So viel sieht man aber nicht. Ich würde jetzt mal sagen, wir fahren den mal raus und dann Alter, schauen wir uns mal ein bisschen mit mehr Platz drumherum. Alter Schwede. Ja, ja. Total. Alter, was eine Garage, Digga. Ich geh kaputt. Die Garage ist. Wir fahren mal raus, wir gucken gleich.
Erstmal Luft atmen. Also wir haben jetzt rausgefahren. Und es ist einfach krass. Und Ralf sagt gerade, ja, GTR halt. Und es ist wirklich so, das Auto wird gebaut seit 2007. Ja, R35, erste Produktionsstart 2007, ne? 2010 kam er in Japan auf den Markt, ja. 2009 bin. Das müsst ihr euch mal vorstellen, 2007, das Auto ist jetzt 13 Jahre alt, das ist halb so alt, wie ich lebe. Und das ist immer noch so geil. Seit 13 Jahren wird das Auto gebaut und es ist immer noch so krass. Es wird doch immer geil bleiben. Und GTR ist einfach ein besonderes Auto, oder? Ja. Ist einfach so. Ja. Ist einfach ein besonderes Auto. Allein der Name, so jeder kann was damit anfangen. Ja, Mann. Krank. Ist echt krank. Ja, ich wollte gar nicht so viel rumlabern. Ne? Ich muss einfach nochmal Danke sagen an Ralf. Sehr gerne. Und wir machen jetzt den geilsten Porn, den ihr jemals gesehen habt. Oha. Peter, die Latte liegt hoch. Ja, ich merk's. Ja. Ey, wir haben schon auf der Hinfahrt Musik gehört, ne? Und drüber geredet. Und wie viele Lieder haben wir gehört? Bestimmt 30, 40 Lieder. Also ich hatte 50 zur Seite gelegt. Das nicht. Das auch nicht. Ja, das kommt, die engere Auswahl. Ja, keine Ahnung, was wir genommen haben. Keine Ahnung, was wir jetzt machen. Mhm. Aber es wird cool. Ja, hoffentlich. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und ich wünsche euch viel Spaß beim Fahren. Und ja, ciao. Usually I ain't like this. No matter how crazy I might get, beat the police with a nightstick. My whole life I've been lifeless. Now I'm so fly, I'm a motherfucking flameless. You gon' move on the front line. If I don't fuck with you, I just cut ties. My high school teacher said I'd never be shit. Tell that bitch that I turned out just fine. I tell that bitch bounce back, coming hula hoop. Yeah. She get a Grammy for them freaky moves. All my bitches thick and brown like Vinnie Pooh. That booty clapping like it's Fruity Loops. Yeah. All my niggas trapping for the money. A dollar make a bitch look sunny. Yeah. A milli turn a nigga to a buddy. Money, cash, rules ain't on me. Yeah. But I still believe they can't take that from me. Yeah. Chill with certain bitches in the backyard. Whoa. Painting vivid pictures like I'm Renoir. Tats on that bitch like a NASCAR. Whoa. But she broke trying to catch a nigga's bank card. Born when Machiavelli died, I'm the new pop. Swiss like my roadie Roach, I'm a trap guy. Straight bugging, getting money off the laptop. You know it's real when it starts to be a mascot. Everybody's watching low-key from the side, but I probably never know. Ass so fat, you can see her from the front, Kim style, that's for sure. Yo, all these motherfuckers acting like they innocent. I got your girl's crib key, you be fucking with. Straight from Zurich for my birthday. Body language, she's a thirsty. I'ma bang her, make a banger with my language. 46 the city, watch how I be rapping it. Talking money, never German, never. Yeah. Bitch, I've been the same since a young nigga. Bird's eye view, I'ma run, nigga. Blue Franks in my bank, just for fun, nigga. I can feel the pain, bitch, I'm done to it. Bitch, I've been the same since a young nigga. Bird's eye view, I'ma run, nigga. Blue Franks in my bank, just for fun, nigga. He ain't worth shit, he a thug.
jetzt sitze ich hier vor dem Nissan GT-R R35. Das Video war vorhin, glaube ich, ein bisschen abrupt zu Ende. Beziehungsweise die Moderation vor dem Porn, den ihr ja gerade schon gesehen habt, den ich noch nicht gesehen habe. Ja, war es ein bisschen abrupt zu Ende, weil ich einfach so aufgeregt war. Ich wollte einfach endlich die Karre rein und der Twitch-Stream lief nebenbei noch. Und ich dachte mir so, komm, machst du jetzt erstmal in Ruhe und guckst dir erstmal in Ruhe alles an. Wenn die Kamera die ganze Zeit läuft, dann ist immer alles so hektisch und so aufgedreht und laberst später nochmal in Ruhe. Und genau deswegen melde ich mich jetzt nochmal, weil es einfach ist einfach ein krasses Gefühl. Also ich sitze jetzt hier vorm R35 GTR und es ist einfach ein Auto, was schon immer in meinem Kopf so rumschwirrt und schon immer irgendwie was Besonderes ist. Also seit ich mich so zurückerinnern kann, ist es halt die Ikone und das Auto irgendwie gefühlt. Ich bin zum ersten Mal GTR gefahren, das war 2013, 14 so in dem Dreh rum, vor 6-7 Jahren so. Und das war damals ein Geburtstagsgeschenk, was ich bekommen habe. Nissan GT-R fahren mit der Firma Rent a GT-R. In Sinsheim war das damals. Und dann bin ich da hingefahren und bin GT-R gefahren. Und damals war das noch ganz anders wie heute. Da waren noch Getriebegeräusche, sein Vater am Start. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also jeder normale Mensch hätte das safe gedacht. Die Karre ist komplett im Arsch. Und das hat sich ja mittlerweile ein bisschen gebessert, weil das Getriebe besser gedämmt ist und man das nicht mehr so krass hört. Aber es ist trotzdem noch ganz anders als ein C63. Also das haben mich ja ganz viele gefragt. Ja, sag mal so ein bisschen deine Meinung zum GT-R im Gegensatz zum C63. Und die Autos kannst du nicht vergleichen. Null. Also das geht beim Motor los, das ist so unterschiedlich, bis hin zum Getriebe oder auch der Alltagstauglichkeit. Die Autos sind so grundverschieden und nicht vergleichbar, dass du da nicht wirklich so einen Schluss ziehen kannst. Besser gefallen tut mir auf jeden Fall der GT-R, weil er halt einfach was Besonderes ist. Das muss man einfach sagen. Und man muss mal überlegen, dass die Karre, das habe ich ja schon am Anfang vom Video gesagt, schon seit 13 Jahren gebaut wird. Seit 13 Jahren. Und sie wirkt ja halt auf keinen Fall irgendwie alt oder unmodern. Ne? Es ist einfach ein super modernes, mega geiles Auto, auch nach 13 Jahren immer noch ultra schick und einfach, wie gesagt, was Besonderes. Der hat jetzt einen 3,8 Liter Biturbo-Motor mit 570 PS, also so ziemlich das, was man in jedem GTR aktuell so kriegt, außer im Nismo, der hätte dann 600 PS, aber reicht vollkommen aus. Ich konnte jetzt noch kein Gas geben, weil ich bin noch am Einfahren, der hat jetzt erst 700 Kilometer, deswegen muss ich noch ein bisschen Piano machen, aber ich denke, das wird nicht das letzte Video sein, was ihr gesehen habt zum GTR. Ich denke, ich werde nochmal auf jeden Fall auch ein Video mit Patrick zusammen machen, wo wir ein bisschen fahren und vielleicht auch ein Video machen, wo ihr mir nochmal auf Instagram Fragen zu dem Auto stellen könnt und dann beantworten wir die. Und wer weiß, wie lange er bleiben wird. Also er wird jetzt erstmal nur so bis Anfang Winter bleiben, das ist so mit Ralf abgesprochen. Und auch an der Stelle nochmal, es ist aktuell nicht mein Auto, das muss ich wirklich nochmal ganz klar dazu sagen, weil auch ganz viele mir Glückwünsche geschrieben haben zum neuen Auto. Und ich darf das Auto zwar jetzt fahren die nächsten Monate, aber es ist quasi eher eine Leihgabe oder eine Miete. Auto gehört immer noch Ralf, ne? Also, aber wer weiß, ob ich nicht vielleicht am Ende dieser Miete, Leihgabe den Move mache und das Auto kaufen werde. Mal sehen. Das kommt jetzt erstmal drauf an, wie sich das alles so entwickelt und wie sich das so anfühlt nach der Zeit, die ich mit dem Auto dann verbracht habe. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Ich muss nochmal fettes Danke raushauen an Ralf Lightgeep von Lightworks, dass er die ganze Nummer hier mit uns macht. Ist richtig, richtig fett. Oder mit mir macht. Ich muss nochmal ein fettes Danke raushauen an Daniel Peter, der den ultra krassen Carporn geschnitten hat, den ihr wahrscheinlich schon gesehen habt und auch mitgefilmt hat. Und auch an Flo und Max, die auch dabei waren und beim Carporn und beim Drehen, weil wir waren echt lange unterwegs. Ihr habt ja gesehen, dass wir an super vielen verschiedenen Locations waren und bis in die Nacht hinein gedreht haben. Ich habe, wie gesagt, noch nicht gesehen den Carporn. Ich weiß nur, was wir gedreht haben und kenne schon ein bisschen die Bilder, die wir gedreht haben, habe so ein bisschen was im Kopf und mit Peter auch schon so ein bisschen die Story durchgesprochen und alles und Musik rausgesucht, aber ich habe ihn noch nicht gesehen bis jetzt. Ich bin immer noch sehr gespannt. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal in die Kommentare schreibt, was ihr von dem Carporn gehalten habt, ob er geil war, aber ich, so wie ich Peter kenne, muss es ein krasser Carporn gewesen sein. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr bei Ralf ein bisschen Liebe da lässt. Das habe ich ja schon in meinem Instagram-Post geschrieben. Ich verlinke hier nochmal die Instagram-Seite von Lightworks und dann könnt ihr da mal drauf gehen und vielleicht ein Like da lassen. Der würde sich bestimmt sehr freuen. Wie gesagt, das war nicht das letzte Video zum GTR. Ich denke, da kommt noch ein bisschen was und ich freue mich mega auf die Zeit mit dem Auto und vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Jetzt habe ich gerade ganz was vergessen. Ich bin nochmal kurz da und zwar, ich habe lustigerweise eine Cap an mit einem GTR-Logo drauf, was eigentlich ziemlich peinlich ist, wenn man GTR fährt und dann noch eine Cap anzieht mit dem GTR-Logo. Also eigentlich kann man nicht peinlicher rumfahren. Aber ich habe die aus dem Grund angezogen, weil Ralf mir die geschenkt hat. Vor 3 Jahren, mal zu Weihnachten, hat er mir so ein geiles Paket geschickt, wo die unter anderem drin war. Und es war einfach so eine, keine Ahnung, so eine lustige Sache, als ich die zu Hause gesehen habe und dachte mir so, komm, die nimmst du einfach mit und zeigst sie mal im Video. Ja, also das Auto ist schon länger in meinem Kopf. Sagen wir es mal so. Ja, das war's dann jetzt. Ciao.